Ich heiße Ruth Bohner und komme aus der Schweiz. Ich werde in 2 Jahren pensioniert und ich plane eine Reise in Italien von mehreren Monaten. Es ist ein spezieller Kurs, ein Kurs 50+, für Leute, die älter als 50 sind und trotzdem noch eine Sprache studieren wollen. Am Morgen hat man Lektionen und am Nachmittag geht man in die Stadt, um die Stadt und die Kultur und das Essen und was es immer gibt kennenzulernen. Also die Lehrer sind sehr, sehr nett, sehr geduldig und es ist kein Problem, Fehler zu machen. Es hat mir sehr gefallen, mit den jungen Studenten zusammen in der Klasse zu sein. Das ist nicht selbstverständlich, aber sie waren sehr, sehr nett und es war auch sehr lustig. Milano ist nahe von der Schweiz, es ist keine lange Reise. Ich bin noch nie in Milano gewesen und ich denke, dass Italienisch ist hier besser zu verstehen als das Süditalienisch. Ich habe es sehr genossen, im Zentrum der Stadt zu wohnen. Und ich denke, wenn man in eine Stadt kommt, ist es einfacher, in der Nähe des Zentrums zu sein. So kann man in den Ausgang gehen oder abends noch etwas essen gehen.